Wir gehen shoppen, Tiere einkaufen. WB ist natürlich unterwegs und kauft nicht nur Bullen, sondern auch, ich weiß nicht was. Mal gucken, was sie uns hier anbieten wird. Madame Kaina, die größte Tierhändlerin weit und breit. An meiner Seite Kapitän Kiba Kiba Fox. Ja, genau. Hallihallo. So, dann machen wir weiter und holen uns wirklich für den neuen Zoo, den wir gerade einrichten, auf dem anderen Kontinent, in Cap Trelawney, noch ein paar Tierchen dazu. Aber so richtig cool ist das nicht. Ab grün aufwärts. Wir könnten ein paar Geckos und Co. kommen. Wir gehen mal drauf, dass wir 30er bekommen. Wir gucken mal, dass wir noch coolere bekommen. Einmal Münzen ausgeben. Blau und lila ist cool. Wir machen nochmal. Da ist das erste Blaue. Ein Elch. Jetzt ist die Frage, haben wir schon einen Elch oder haben wir keinen? Mal gucken gehen, ob irgendwo ein Elch ist. Ja, der ist schon ausgestattet, aber woanders. Also in dem Zoo sicher nicht. Irgendwo ist anscheinend ein Elch. An Bord des Frachtschiffes ist das. Nee, das Frachtschiff ist unterwegs. Da ist ein Hirsch. Ach, die werden uns nur so angezeigt. Alle werden einem angezeigt. Item, Position, okay. Also das können wir anscheinend kaufen. Wir kaufen uns einmal einen Elch. Oh, da kommen die nächsten. Einen unbekannten Leuchtfisch, den hatten wir, glaube ich, gerade schon. Der war, glaube ich, der unbekannte Leuchtfisch, war, glaube ich, auch an Bord des Schiffchens, ne? Da ist der. Der ist uns also schon bekannt. Es ist ein bekannter Leuchtfisch. Doppelt will ich nicht. Doppelt ist doof. Das ist alles für Museum und Co. Können wir das mal. Handelspreis minus 15%. Lohnt sich das, wenn wir jetzt shoppen gehen? Ich weiß es nicht. Lass nochmal sein. Das ist alles nicht so prickelnd. Nochmal. Wir kriegen nur die Grünen. Dann kaufen wir notfalls auch ein paar Grünchen. Grüne, was soll's. Einmal ein Seepferdchen kaufen, oder? Oder haben wir schon Seepferdchen an Bord? Seepferdchen sind an Bord. Nichts Spannendes. Grau kaufen wir nicht. Oh Gott, jetzt wird es immer teurer. Jetzt kommen gar keine. Jetzt haben wir uns eben entschieden, auch die Grünen. Eine Silbermöwe. Ist nicht an Bord. Da kaufen wir eine Silbermöwe. Ein Braunbär, ein wilder Wasserbüffel, der gehört eigentlich in jeden Zoo. Und ein Axishirsch, den hatten wir, glaube ich, schon. Den Hirsch hatten wir, den Rest nicht. Das heißt, einmal den Wasserbüffel, einmal den Braunbär, einmal den Schwarzbär, Bären aller Orten. Ein Tierchen bitte noch. Den haben wir schon, den Schwarzbären. Und das ist jetzt einmal Gecko oder eine Eisvogel. Eisvogel ist noch nicht da und Eisvogel ist gut. Eisvogel ist eine Qualität weiter oben. Ist auch dementsprechend teuer. Jetzt bringen wir die rüber. Nach Cap Trelawney, nach gehört mir. Und das reicht dann auch. So, einmal Abfahrt. Und wieder hierhin. Kauf dir mal einen Tiger, WB. Zugucker, wenn ich dich erwische. Wir schwimmen in Tigern. Das war ein, also Zucker, komm, du spielst mit meinen Gefühlen. Mach das nicht nochmal. Kauf doch einmal einen Tiger. Wenn ich das höre, Bente, ich habe einen Tiger für dich. So, hier in gehört mir kommen die alle an, beziehungsweise sind schon da.
können anfangen, einen zuzubauen. Mit Pavillon. So, und den errichten wir wo? Der Besucherhafen ist leer. Genauso wie letzte Saison. Haben die Menschen alles, was sie brauchen? Kurz mal checken. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch mehr Arbeitskleidung verkaufen. Das ist knapp. Das ist aber echt knapp. Ist denn noch genug da? Geht so. Es ist voll. Kapitän Morris kommt demnächst auch. Wurst verkaufen stellen wir ja vor auch dem Übermaß her. Die können wir hier einstellen. Nochmal einmal Nähmaschinen hier oben hin. Und Bier ist genug da. Haben wir zu viel Zement mittlerweile da? Ja, in rauen Mengen. Tauschen wir einmal den Zement aus. Gegen Kupfer. Zement ist Stufe 4, aber hier links nicht drin. Nehmen wir die Ziegelsteine raus und tauschen den Zement rein. Und wir können auch die Wurst sollten wir oben einmal einstecken. So, das läuft. Jetzt können wir hier ein Regionalministerium hinsetzen und eine Zoo errichten. Und die Frage ist, wo? Wo machen wir das? Vielleicht hier links? Hier so. Das könnte ich mir vorstellen. Hier so ein Zoo einrichten. Die Menschen lassen sie hoch. Das ist weit weg von den Ölgeschichten. Hier kommt ja die Landwirtschaft hin. Hier in die Ecke ein Zoo. Da wird er garantiert nicht stören und sieht hübsch aus. Wir können auch auf dieser kleinen Halbinsel hier oben errichten. Wir können da eine Brücke rüberziehen. Wobei dann auch die Leute, die von der Stadt auskommen, weit rennen müssen. Um da oben vielleicht mal den Zoo zu besuchen. Es sollte bildhübsch aussehen. Oder direkt hier vorne. Ach komm, wir machen das. Wir machen das mit der Brücke hier oben hin. Kommt der Zoo hin. Ein Zoo hier rüber. Da kommt der Zoo hin. Dann brauchen wir das Regionalministerium auch hier an die Ecke. Die Menschen lassen sie hochleben. Ein Gebäude. Hin. So, das ist unser Regionalministerium. Da kommt jetzt das Item rein. Richtlinie. Ist die Basisrichtlinie, Besucherhafen. Wird er erreicht? Mehrere wird erreicht. Höhere Wahrscheinlichkeit, dass Spezialisten eintreffen. Dann machen wir noch die extra Richtlinie plus 10 Einfluss pro Zoo-Modul. Das gilt für diese Inseln. Jetzt setzen wir noch Zoo-Module in Reichweite hin. Das heißt, ein Zoo auf die gegenüberliegende Seite. Achtung, wir haben plus 1 Einfluss im Augenblick. Und wir haben Attraktivität von 655 ab 700, eine Stufe mehr und Besucherzahlen mehr. Da kommt jetzt so hier auf die andere Seite hin.
So. Jetzt bauen wir freie Gehege. Die kosten uns Einfluss. Und andererseits bekommen wir den Einfluss aber auch zurück durch das Ministerium. Deshalb ist es ein Nullsummenspiel. In Summe wird die Stadt attraktiver. Es ist die Frage, ob wir die setzen können, solange wir nicht Einfluss auf Vorrat haben, trotz des Ministeriums. Das müssen wir mal ausprobieren. Gucken, ob das geht. Geht nicht. Weil wir müssen einmal die 10 Einflusspunkte auf Vorrat haben, damit das geht. Obwohl die uns danach wieder abgezogen werden von der Richtlinie. Schade. Jetzt müssen wir also irgendwo 10 Einflusspunkte herbekommen. Wie lange läuft die Zeitung noch? Da stecken im Augenblick 10 Einflusspunkte drin. Es wird uns das irgendwo angezeigt, wie lange die noch läuft? Ich glaube nicht. Da müssen wir tricksen. Dann müssen wir ein paar Ingenieurshäuser errichten. Hatten wir... Achso, Moment, mir fällt gerade Siedenthals ein. Wir haben hier vorne... Irgendwo steht noch ein Schiff, ein Enhalo-Schiffchen, das Rosinchen... Und hat nichts zu tun. Das liegt bitte einmal hier hin, Items holen. Bei Madame Kaina. Und da haben wir noch die Ariadne und Co. Und die hatten hier erfolgreich Begleitschutz durchgeführt. Flotte erwartet Befehle. Deshalb können die wieder hierhin zurückfahren. So. Prima. Das heißt, wir brauchen ein paar Ingenieurshäuser mehr hier vorne. Und die holen wir uns auch. Ein Ingenieurshaus bringt einen Einflusspunkt mehr. Das heißt, wenn wir auf 10 kommen, können wir unten das Zoo-Modul hinsetzen. Ne? Weil wir haben hier innerhalb von Rathäusern plus 1. Hier, da können wir überall noch Ingenieurshäuser draus machen. Blau ist Ingenieurshaus, rot ist nur Handwerker. Strom reicht bis hier hinten hin. Das heißt, wir machen jetzt 10 weitere Ingenieurshäuser, packen wir dazu. Ja, alle innerhalb der Reichweite von diesem Rathaus. 3 Einfluss, 4, 5 plus, das geht schon mal nicht, aber hier. Strom reicht bis hier unten, alles gut. Neun. Ein weiterer fehlt noch für den Aufstieg. Den hier unten kommen wir auf Level zum Beispiel. Klasse. Jetzt haben wir genau die 10. Jetzt gehen wir hier unten hin. Und Alan, bedanken uns erstmal bei Alan Tier. Hallo Alan Tier, danke dir fürs 11. Abo. Bedanken uns dann bei Avo. Hallo Avo 86, danke auch bei dir fürs 5. Abo. Und dann setzen wir den ersten Zoo, nachdem ich mich bedankt habe bei Gallagher. Gallagher Shanley, danke dir für dein Abo. Liebe Grüße an dich. Jetzt aber, jetzt schaffen wir das. Jetzt haben wir die 10 Einflusspunkte, gehen hier rein und... Und die bekommen wir sofort wieder abgezogen durch den Palast und bleiben bei plus minus 10. Wir konnten den nur nicht bauen. Den Zoo, weil bei der Berechnung der Einflusspunkte wurde aus irgendwelchen Gründen der Palast nicht halt mitgezählt. Aber es hat ja jetzt geklappt. Jetzt bauen wir hier, Achtung, Attraktivität bei 654, ab 700 eine Attraktivitätsstufe hoch. Dann wirft auch der Besucherhafen mehr Geld ab. Einkommen im Augenblick bei 2354, wenn Leute kommen. Und jetzt machen wir hier ein paar schicke Kleinigkeiten rein. Wir beginnen mal mit einem Tiger. Tiger sind so seltene Tiere. Ein Tiger-Modul hierhin. Mittlerweile müssten auch die weiteren Schiffe angekommen sein. Ja, dicker Auswahl. Das Saufnäschen schicken wir einmal retour. Musikpavillon setzen wir nachher auch, ne? Die müssen nebeneinander gebaut werden, sonst giltet das nicht. Sonst klappt das nicht.
weil er was Schönes Großes in die Mitte setzen kann. Einfluss bleibt stabil. Wir können weiter in Einfluss investieren, ohne Problemchen. Das machen wir jetzt erstmal und füllen die alle. Das hier ist ein Tiger. Packen wir neben noch die Bären. Ein Braunbär. Schwarzbär. Ans Wasser machen wir die Fischlein, die Seepferdchen, die Leuchtfische und den Drachenfisch der Tiefsee. Dann an Richtung Berge würde ich eher die Vögel hinsetzen. Bei den dreien können wir hier zwei Hirsche, Elch, Büffel, ein Büffel hier. Da kommt der Büffel hin. Da kommt der Hirsch hin und da der Elch. Und hier an die Seite packen wir dann noch ein paar Vögelein rein. Einmal hier hin. So, einmal Vogel. Schaut mal oben die Attraktivität, wie die hochknallt. Jetzt sind wir eine Stufe weiter. 1000 Attraktivitätspunkte. Und das bedeutet, dass im Besucherhafen mehr Geld abfällt. Ich bin immer noch angezeigt. 2300. Wie viel war es eben? 2300 und ich weiß nicht was. Auf jeden Fall sollte es jetzt mehr sein. Tendenz ist. Oder es kommen mehr Besucher. Tendenz plus 360. Auf jeden Fall gibt es irgendwie mehr Geld. Und Items haben wir ja auch da. So, jetzt müssen wir das noch ein bisschen schön ausbauen. Und wir brauchen noch mehr. Der Zoo soll ja schon ein bisschen voll werden. Dafür gehen wir bei Madame Kaina noch mal ein bisschen Tierchen shoppen. Und überlegen uns wieder, welche holen wir uns. Den Klippenfuchs hatten wir noch nicht. Den V. Hatten wir auch noch nicht. Oh, wie schön, ein Blobfisch. Den holen wir uns. Ach, jetzt habe ich den nicht reingeladen und der ist wieder weggegangen, weil ich nicht auf Kaufen geklickt habe. Naja, das ist mir schon so oft passiert. Ich weiß gar nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Ich muss einmal auf Handeln klicken, sonst ist der futsch. Wie oft ist mir das schon schief gegangen? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich freue mich immer, dass die gibt, dass ich die rübergeholt habe und dann muss man noch einmal auf Handeln klicken.
Ich weiß gar nicht, wie oft mir das passiert ist. Den Kronenqual hatten wir noch nicht. Die Silbermöwe. Hatten wir die Silbermöwe schon? Also einen Haushund kaufe ich mir nicht. Hatten wir schon eine Silbermöwe? Wir gehen einfach einmal hier gucken. Drüben. Das geht am schnellsten. Einmal auf den Zoo klicken und gucken. Das war das Ministerium. Das hier ist der Zoo. Tierchen gucken gehen. Die Menschen lassen sie hochleben. Zweimal Fische. Wo sind denn unsere Vögel hier? Silbermöwe ist da. Achso, das sind nur die Sets. Silbermöwen gehören zu keinem Set. Oh, wir haben das Set Tigerwald voll gemacht. Was gibt es als Bedürfnis? Wohngebäude, Bedürfnis, minus 5%. Cool. Wir haben ein Set voll gemacht. Das habe ich noch nicht mal mit Absicht gemacht. Da sind die Sets. Wenn wir einmal noch Leuchtkreaturen holen, gäbe es nochmal irgendeinen coolen Bonus. Also, auf jeden Fall, die Silbermöwen haben wir schon. Also, noch einmal Leuchtkreaturen wäre schön. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das sind die abgründigen Tiefen. Den Elch hatten wir schon, den Blobfisch haben wir ebenfalls, den Schwarzbär auch schon. Die haben wir alle schon. Die Qualle haben wir noch nicht, gehört nicht zu dem Set, aber meine Güte, komm, einmal Qualle kaufen. Das sind, ach so, eine Qualle und eine Kronenqualle. Das kommt mir irgendwie doof vor. Da habe ich keinen Bock drauf. Den Drachensee, der Tiefsee hatten wir schon, ne? Den Drachenfisch der Tiefsee. Captain Kiba, ne? Das war einer der beiden Warten. Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Ich glaube auch. Also wenn wir beide das glauben, wenn zwei Leute dasselbe glauben, ist es ein Fakt. Wir sind im Internet. Wenn zwei Leute glauben, es ist so, dann ist das ein Fakt. Dann sehen andere Leute das und plappern das nach und dann ist das so. Oder? Siehst du das auch so? Glaubst du auch, dass das so funktioniert? Wenn ja, funktioniert es so. Dann glauben wir beide das Gleiche. So wird das sein. Den wilden Wasserbüffel hatten wir, glaube ich, auch schon, oder? Gott, ich habe wieder nichts gemerkt. Hatten wir den wilden Wasserbüffel schon? Captain Kiba, magst du mal für mich dir alles merken? Einmal nur mal rüber. Guck mal, einmal rüber. Captain Kiba, schmeiß mal dein fotografisches Gedächtnis an. Guck mal, was wir alles haben. Chat, ihr auch, Leute, ihr auch. Einmal fotografisches Gedächtnis. Einmal alles sich angucken, was wir haben. Den Drachenfisch der Tiefsee haben wir, den unbekannten Leuchtfisch auch. Das sind die hier unten, die wir alle haben. Das ist Zuverwaltung mit allem. Wir hatten auch den wilden Wasserbüffel. Alles klar, so jetzt. Ich kaufe keine Tiger, Jaguari, hör auf damit. Hier werden keine Tiger gekauft. Im Schwebezustand. Also den kaufen wir nicht. Obwohl, gut. Einmal würfeln. Räuber der Meere, ein Orca. Der wird gekauft. Der erinnert mich sofort an Captain Kiba. Der Räuber der Meere. Schon wieder eine Qualle. Ich will keine Quallen. Das haben wir alle schon, haben wir alle schon. Einmal würfeln noch. Was kommt jetzt rein? Vielleicht haben wir Glück. Mumien, verrottene Mumien für ein Museum. Pfaue hatten wir auch schon. Einmal würfeln. Ein letztes Mal würfeln. Was kommt jetzt rein? Ammoniten fürs Museum. Schon wieder eine Kronenqualle. Das war's gar nicht. Die Seepferdchen haben wir schon. Ein Bison. Kann man machen. Wir haben so viele andere Tiere schon. Haut mich nicht vom Hocker. Was ist das hier? Ein Geckos. Ach komm, ich will jetzt auch blau haben. So viel Platz haben wir nicht. Blau muss sein. Ein Gungoro. Botanischer Garten. Schade. Hab ich noch nie gehört, den Begriff. Gungoro. Weiß gar nicht, was das sein soll. Und nochmal bitte. Oh. Leuchtkalmare. Leuchtkreaturen. Z. Finde ich cool. Will ich haben. Was sind das da? Oder noch was? Das ist Kugelfisch. Großes Korallenriff. Ist auch cool. Will ich eigentlich auch haben.
Ich nehme erstmal mit. Einmal rüber bitte. Und Richtung Cap Trelawney und rüber nach Gehört mir. Wir schicken da noch ein Luftschiff hin. Wir haben doch so viele Luftschiffe. Hier, der Klabautermann fliegt da bitte hin. Und auch der räudige Hund. Die machen ja alle, die fliegen auch alle dorthin. So, und einmal wieder Retour hierhin. Wir können ja schon mal ein paar Leere noch hinsetzen und danach ausbauen. Was wir auch brauchen vor Ort noch, Leute, das ist ein Pavillon. Wir haben noch ein Musikstück uns geholt. Hier. Pfadornamente, der Musikpavillon. Wo darf der Krach machen? Neben den Wasserfall, damit man den nicht hört. Die Musiker sich ärgern, dass der Wasserfall rauscht. Irgendwo in die Mitte. Gehört er dann mit zum Museum? Ja, der gehört mit zum Museum dann, okay. Einer geht nur pro ans Wasser. Sollen wir den ans Wasser stellen? Kommt mir irgendwie komisch vor. Oder hier. Dann, ja genau, dann locken die Klänge die Leute vom Besucherhafen an. Das ist der Besucherhafen. Die hören dann von weit entfernt die Klänge und sagen, oh, da will ich hin. Und dann müssen die einmal durch den Zoo laufen, um dorthin zu kommen. Hier kommt der Musikpavillon hin. Und da wird jetzt gespielt. Und zwar die Partitur anno 1800. Schon wieder ein dicker Attraktivitätsmodus. Aber ein ganz fetter. Und hier wird sofort musiziert. Schaut mal. Ja. Wie bei einem Rockkonzert. Ekstatische Groupies in vorderen Rängen. Die Menschen lassen sie hochleben. Die Leute hin und her wackeln, ihre Fäuste in den Himmel schmeißen vor lauter Begeisterung. Auf der Stelle hin und her tanzen. Während ein Quartett von 24 Lingen oder von Klons, ich weiß es nicht, das sind alle Klone, glaube ich, hier eine Partitur zum Besten bringen. Na, SEDC ist nicht ganz, aber so knapp davor. Im Chat wird gefachsimpelt. Mich erinnert das ein kleines bisschen an die Konzerte, die wir immer geben mit Civilization 6 mit den Rockmusikern. Ihr kennt das ja, ne? Ganz am Schluss Richtung Kultursieg. Kauft man die mit Glaubenspunkte, muss halt darin glauben, dass sie eine große Karriere haben werden. Und schickt man die zu irgendwelchen Unterhaltungsdistrikten hin oder zoologischen Gärten. Wer weiß, auf Unterhaltungsdistrikten sind oft zoologische Gärten. Hat Anno das geklaut von Civ? Ich weiß es nicht. Aber man kann es ja mal behaupten. Wer kann mir das Gegenteil beweisen? Wir sind im Internet. Und wenn man die auf den Zoo hinstellt und das Rockkonzert ist erfolgreich, gibt es einen dicken Tourismusboost und man ist dem Kultursieg fast nah. Kann es sein, dass man mit Anno 1800 auch einen Kultursieg erreichen kann? Wenn man erfolgreiche Konzerte gibt in zoologischen Gärten. Warum nicht? Also ich könnte mir vorstellen, wenn das super erfolgreich läuft, das Konzert, dass gleich ein Bildschirm aufploppt und es heißt, Writing Bull, ihr spielt wie Augustus Caesar, ihr habt den Kultursieg errungen. Könnte ich mir vorstellen. Kultursieg in Anno. Oder ist Anno 1800 bereits, wenn man es spielt, der Kultursieg, zumindest der persönliche, weil ein schönes Spiel ist es ja. Ich weiß nicht. Ich warte auch nur darauf, dass andere Siegvarianten noch eingeführt werden in Anno 1800. Warum nicht ein Religionssieg? Wenn man glaubt, dass man einen Religionssieg bekommen kann und der Glauben ist stark genug, dann kommt auch ein Religionssieg zustande. Warum nicht ein Forschungssieg? Warum nicht irgendwann in Anno 1800 durch einen Season Pass, nicht Season 3 Pass, Season 15 Pass, Season 23 Pass im Jahre, was weiß ich was, Rakete bauen können. Das Spiel geht ja immer mehr in Richtung Zukunft. Demnächst kommen Hochhäuser rein. Mit dem dritten DLC vom Season 3 Pass. Hochhäuser wurden historisch nicht 1800 gebaut und auch nicht 1810. Die ersten Hochhäuser gab es, ich weiß gar nicht wann, Jahrhundertwende. Wenn das Spiel sich noch weiter erfindet und weiter erzählt, warum nicht irgendwann eine Raketenabschussrampe hier? Inmitten unseres zoologischen Gartens. Dann staut Bente. Bente fände das cool. Bente wäre dann begeistert und würde mir einen Tiger schenken. Oder die Siegvariante Tigersieg. Du hast gewonnen, wenn Bente dir 2000 Tiger geschenkt hat. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Schon spricht Bente. War das Bente? Ich weiß gar nicht.
Also ich kann mir das vorstellen. Ab dem 1000. Tiger hat man gewonnen. Vielleicht gibt es auch Achievements. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Hat Uplay Achievements? Ich glaube ja, ne? Oder die heißen da vielleicht anders, aber du hast 1000 Tiger dir schenken lassen von Bente. Glückwunsch. Du bist das wahnsinnsfette Beute. Irgendwas in der Art.